mit der Familie oder mit den Freunden was Schönes unternehmen. Sich die Zeit zu nehmen, um etwas Leckeres zu kochen und genug schlafen. Das klingt jetzt nicht nach schwerer Arbeit. Warum wir aber bei der Arbeit besser werden, wenn wir auf diese Dinge achten, auf die sogenannte Work-Life-Balance und wie sie uns endlich gelingen kann, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zum Karriere-Coach Talk. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, einen bekannten Arzt, mit dem wir über ein Thema sprechen, das uns auch immer so ein ganz bisschen im Nacken sitzt. Das Thema Work-Life-Balance, also der Ausgleich, der gesunde Ausgleich zwischen Berufsleben und Privatleben. Das hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Und wir sind auch dann im Arbeitsleben besonders leistungsfähig, wenn wir eben ein schönes Privatleben haben, mit genügend Entspannung, aber auch mit genügend spannenden Impulsen. Und unser Gast heute, ein Arzt, ein Wissenschaftler, ein Bestseller-Autor, auch Moderator und Unternehmer, Professor Dietrich Grönemeyer. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Herr Grönemeyer, wir sind ja in einem Videocast für Karriere und sprechen dann aber irgendwie darüber, dass wir unser Privatleben betonen möchten. Was sind denn die allerbesten Argumente dafür, mehr auf sein Privatleben zu achten, damit wir eben auch besser im Job werden? Also jeder Unternehmer würde sich ja wünschen, eigentlich einen hochmotivierten, einen differenzierten, einen wissenden Mitarbeiter zu haben und den möglichst lange, möglichst sein ganzes Leben lang, dass er mit Freude für die Firma arbeitet. Das sage ich als Unternehmer. Also sollte eben auch aus meiner Sicht viel Zeit, aber auch Unterstützung geschaffen werden, damit der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wirklich auch sich ums Privatleben kümmern kann, um dort Kraft zu tanken, um Kraft mit der Familie, mit den Freunden, mit Sport und Entspannung einfach fröhlich zur nächsten Arbeit kommt. Alles, was auf der Arbeit passiert, wird nach Hause getragen und von zu Hause auch wieder in die Arbeit getragen. Deswegen ist es auch für mich so wichtig, Arbeit und Beruf gut zu trennen, auch im Kopf zu trennen, aber gleichzeitig gehört beides zusammen. Sie sind ja auch beides. Sie sind in dem Sinne Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber. Und Sie wissen ja auch, was sozusagen, wo die Tücken sind. Wie lösen Sie da diesen Konflikt, zu wissen, Arbeit muss getan werden, aber ich muss gleichzeitig auch darauf achten, dass meine Mitarbeiter immer gesund sind und dafür dann auch eben leistungsfähig sind? Also der Schlüssel zum Erfolg liegt in der wertschätzenden Arbeit, also in dem wertschätzenden Miteinander. Der Unternehmer, die Führungspersönlichkeit gegenüber dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerin, auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die die Arbeit vor Ort leisten, als Nichtunternehmer, wieder Wertschätzung haben für die Führungspersönlichkeiten. Und das ist auf der einen Seite so schwer und auf der anderen Seite so einfach. Ich sage immer, Mensch bleiben. Also so wie ich dem anderen begegnen will, sollte ich immer mit mir selbst abstimmen, denn ich möchte ja auch wertschätzend und auch motivierend behandelt werden. Sie sind ja als Arzt auch mit dem Thema Stress viel beschäftigt, wahrscheinlich. Wir wissen alle, dass Stress nicht gut ist für den Körper, aber ich glaube, oft unterschätzt man so ein bisschen, was Stress eigentlich im Körper alles so anstellt. Also, was genau ist an Stress so schädlich für den Körper? Also Stress ist erstmal, was uns am Leben hält. Positiver und negativer Stress. Also wenn wir irgendeine Leistung vollbringen, deren Hürde wir vorher als sehr hoch erachtet haben und schaffen es auf einmal, das kennen wir aus der Schule, wir schaffen auf einmal die Arbeit, sie wird auf einmal super, dann ist dieser negative Stress weg. Dann habe ich das Herzklopfen ist weg, die Muskeln sind entspannt, der Zucker im Blut ist verbraucht, denn all das wird bereitgestellt, um
eine Herausforderung zu leisten. Und auch das Immunsystem ist auf einmal beflügelt, wird es ja durch Cortison, was durch negativen Stress entsteht, eben ja heruntergedrückt. Und wenn ich dieses begreife, wenn ich begreife, dass negativer Stress mich bis zum Burnout führen kann, weil ich eben eigentlich mein Gehirn ausschalte oder nur bedrückt bin und um eine Leistung zu erbringen, die ich möglicherweise dann nicht schaffe, naja, dann kommen die Folgen. Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt schlimmstenfalls oder eben eine Depression oder Alkohol oder schlimmstenfalls Selbstmord. Das sind ja die Fälle, wo es dann wirklich schon richtig schlimm ist. Aber da gibt es natürlich viele Schattierungen und Nuancen. Woran merke ich denn, dass meine eigene Work-Life-Balance nicht mehr im Lot ist? Und was kann ich vor allem ganz konkret tun, um das zu ändern? Also häufig merkt man es eigentlich daran, dass letztendlich ich nicht mehr so gerne zur Arbeit gehe, dass meine Empathie nicht mehr so vorhanden ist, dass der Schlaf nicht mehr stimmt, dass ich einfach mir Sorgen mache, dass ich mich darüber ärgere, dass meine individuelle Leistungsfähigkeit, aber auch mein Wissen nicht gefordert wird. Nicht selten sitzen ja Menschen an der falschen Stelle im Beruf, weil sie könnten was anderes viel besser oder sie können auf einmal Englisch, Chinesisch, Arabisch, Russisch, Spanisch sprechen, aber keiner weiß es. Keiner weiß darüber Bescheid, dass ich mich vielleicht nach einem anderen Aufgabengebiet sehne. Deswegen sage ich, wenn ich das selbst spüre, sollte ich auch darüber kommunizieren. Kommunizieren am Arbeitsplatz, aber auch kommunizieren zu Hause, das Problem vielleicht mit Freunden besprechen, mit dem geliebten Menschen besprechen, um eine Lösung zu finden, aber am Arbeitsplatz genauso mit den Kollegen, mit den Abteilungsleiterinnen oder Leitern. Also dann kann man das lösen und sich selbst einfach auch mutig heranwagen und versuchen, im Alltag Änderungen zu schaffen. Weil was wenige wissen, ist, dass ein Problem, was auf einem lastet, durch Bewegung, durch Sport erstmal zum kleinen Problem wird. Das Große wird auf einmal kleiner, weil ich das Adrenalin, weil ich den Stress bearbeite und was dann übrig bleibt, das kann ich dann lösen, indem ich einfach auch darüber rede und versuche, Veränderungen zu schaffen. Gilt aber auch für die Führungspersönlichkeit, dass sie wertschätzend das monitort. Ich finde, dass in einem Unternehmen so wichtig ist, dass man auch dafür im kleinen Ansätze schafft, um rauszufinden, ob es einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin auch gut geht und was ich dann auch tun kann. Und dafür eben auch Voraussetzungen geschaffen zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass eine Änderung im Privatleben ein bisschen einfacher ist, weil das hat man ja selbst in der Hand. Und in der Arbeitswelt ist es so, da kommen natürlich viele Menschen zusammen, da greifen viele Faktoren ineinander. Und es ist ein bisschen schwieriger, dann auf einmal zu sagen, ich achte jetzt mehr auf eine Work-Life-Balance. Wie kann das denn konstruktiv gelingen, dass man eben betont, man möchte das jetzt machen, damit man am Schluss auch leistungsfähiger im Beruf ist und nicht auch noch irgendwie vielleicht als Querulant dasteht, der jetzt auf einmal so ein bisschen die Arbeit verweigert? Also wie kann man das konstruktiv, dieses Thema angehen bei der Arbeit? Also wenn ein Unternehmen eine Teamkultur bisher nicht gefördert hat, so hat man immer die Möglichkeit, Teamkultur selbst zu schaffen. Mit den Kollegen und Kolleginnen darüber zu reden, was einen im Moment bedrückt, wo man einfach Unterstützung auch einfordert oder auch andere unterstützt, auch zu zeigen, ich unterstütze dich ja genauso, wenn es dir schlecht geht. Und gleichzeitig aber auch Leadership zu übernehmen im Kleinen wie im Großen. Also Leadership und eine Teamkultur zu entwickeln, ist für jedes Unternehmen das Beste, was passieren kann. Und wenn es nicht da ist, sich selbst damit zu engagieren. Nicht darauf zu warten, sondern zu sagen, Mensch, es gibt es leider hier noch nicht so oder da ist irgendwas in den Karren gefahren. Also ich helfe mit bei der Veränderung. Und ich glaube, dieses Mithelfen, dieses selbst in die Hand nehmen, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, eben aus dem negativen Stress in eine
positive Gestaltung zu kommen und damit diesen Stress zu überwinden. Ich glaube, dass wir auch alle diese Mechanismen ja kennen. Also wir sind ja alle relativ verständig und wir wissen, wir sollten uns gesund ernähren, wir sollten genug schlafen und Sport machen. Also am Wissen hapert es oft nicht, aber mehr an der Umsetzung. Also wir schaffen es einfach nicht, diese Gewohnheiten auch umzusetzen und fest zu integrieren in den Alltag. Wie kann das denn gelingen? Also indem man auf der einen Seite, ohne dass das jetzt in Dynamik so verfällt, dass man selbst an seinen Vorsätzen scheitert, aber sich Prioritäten setzen, halte ich für richtig, rauszufinden, was tut mir gut und dieses auch ein Stück weit in ein Zeitfenster hineinzupassen, sodass ich mir sage, okay, ich gehe abends nach dem Essen spazieren oder am Mittwoch treffe ich meine Freunde oder während der Pause gehe ich einfach mal raus und schnappe Luft oder esse jetzt einfach einen Apfel, eine Banane und trinke viel Wasser, weil ich merke, ich bin einfach unterwässert, fröhlich, weil das ja sofort wieder auch das Gehirn weiter durchblutet. Also Zeitfenster sich zu setzen und Prioritäten zu schaffen und gleichzeitig aber auch sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz eben auch bestimmte Dinge zu delegieren. Als Mutter beispielsweise Kinder jetzt auch wirklich zu motivieren, mit den Tisch abzuräumen oder mal zu fegen, das Zimmer aufzuräumen und nicht es selbst machen und schon im Beruf sitzen und sagen, was mache ich eigentlich heute Abend? Da stürzt das ganze Drama zu Hause auf mich ein. Also delegieren ist für mich eine wichtige Sache und dann eben auch mit Fröhlichkeit gemeinsam wieder den Tag zu gestalten. Aber das ist eine intrinsische Sache. Das heißt, sie muss von innen kommen und man kann sie nicht nur von anderen erwarten. Also man muss auch an der Stelle aus meiner Sicht sich selbst fördern und auch sich selbst belohnen. Sie haben das eben auch schon angesprochen mit der Leistungsdynamik und da fällt mir dann auch das Stichwort Selbstoptimierung ein und das ist ja eher negativ behaftet. Lauert da vielleicht auch so ein bisschen die nächste Falle, nämlich, dass man die eigentlich gut gemeinte Entspannung oder Gesundung dann auch schon wieder in den nächsten Stress ausartet, weil da einfach die nächste Leistungsfalle schon wieder auf einen wartet? Jetzt muss man auch noch irgendwie im Privatleben alles bringen, so wie es richtig ist. Die Leistungsfallen sitzen natürlich überall. Also ist es im Beruf schon schwierig, alle Anforderungen zu lösen und gerät in eine Sackgasse, dann kann das zu Hause, wenn ich mich selbst an der Stelle überfordere, genauso passieren. Das heißt, ich komme nie aus dieser Dramatik des Leistungsstress raus. Nein, zu Hause heißt es also für mich wirklich entspannen. Für mich heißt es, Kraft zu tanken, für das im häuslichen Umfeld mit den Freunden, mit den lieben Menschen um einen herum, die einem wichtig sind. Das heißt aber auch, sich fallen lassen können und seinen Frust auch mal loslassen können oder manchmal sogar Tränen vergießen und getröstet werden oder auch andere trösten. Das gehört zum normalen Leben dazu. Mensch bleiben, sage ich immer. Wir sind doch Menschen und unter Menschen weiß man, wie es einem selbst ergehen kann und was man selbst tun kann. Aber vor allen Dingen Beruf und Privates wirklich trennen und zu Hause trennen und versuchen einfach wieder zu sich zu kommen oder weiter so bleiben, wie man ist, weil man mit Fröhlichkeit und Power zur Arbeit geht und sagt, da will ich mein ganzes Leben bleiben. Das wäre nur schön, oder? Ja. Bei Ihnen ist es ja auch so, ich meine, Sie sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Sie sind beruflich sehr eingespannt, Sie machen viel, Sie sind Arzt, Sie moderieren, Sie schreiben Bücher. Ich habe gelesen, Sie haben jetzt einen eigenen Gesundheitsfonds, Grönemeyer Gesundheitsfonds nachhaltig, das machen Sie zusammen mit Ihrem Sohn, also sind jetzt auch Unternehmer. Das heißt, Sie sind wirklich eingespannt. Wie machen Sie persönlich denn das? Also was ist ein Tipp, mit dem Sie nach einem vollen Tag oder nach einer vollen Woche wieder richtig schön entspannen können, den Sie selber beherzigen?
Also ich kann diese Freude, leben zu dürfen, eigentlich durch die Arbeit und durch das Private ständig tragen. Ich bin in der Regel fröhlich und in schweren Situationen mache ich nichts anderes, als dass ich an die frische Luft gehe, entweder jogge oder mich aufs Fahrrad setze und erstmal eine ganze Zeit durch die Natur mich bewege, weil die Natur gibt mir so viel, sei es die Bäume, die Wiesen, sei es das Meer, seien es die Berge, je nachdem, wo ich mich aufhalte. Es ist so, und das ist für mich eigentlich das Wesentliche, und ich freue mich dann einfach auf meine Familie. Und so kann ich sowohl das Unternehmerische seit 30 Jahren schaffen, also das Gestalten von Medizin, genauso wie jetzt auch unseren Aktienfonds nachhaltig, den wir seit einem Jahr auch während Corona-Zeiten sehr erfolgreich nach vorne entwickelt haben. Auch eben zusammen mit meinem Sohn, weil das macht so viel Freude, gemeinsam zu agieren in der Familie. Und dadurch kann ich zumindest das Gefühl haben, Bäume zu versetzen. Mhm. Herr Grünemeyer, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Erstmal frohes Schaffen noch gleich mit Ihrem Sohn und dann heute Abend eine schöne Radtour vielleicht noch. Und dann, genau, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ja, und wenn ich das noch zum Schluss sagen darf, also ich lerne so viel von den Jungen und die Jungen von mir, und das ist auch im Aktienfonds jetzt so, dass da noch zwei Freunde von Till dabei sind, und das ist so, so schön, gemeinsam zu gestalten. Also kann ich nur jedem ans Herz legen. Also weder die einen noch die anderen, wir zusammen gestalten die Welt. Und bei den Zuschauern, da interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, wenn es darum geht, zu kommunizieren bei der Arbeit oder auch vielleicht bei der Familie, dass Sie Ihre Work-Life-Balance ausloten möchten? Schreiben Sie uns das gerne in die Kommentare. Abonnieren Sie auch sehr gerne unseren Kanal, damit Sie keinen weiteren Karrierecoach hier bei uns verpassen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.